Herzlich willkommen zur heutigen Tagesenergie mit Medium, Intuitivheilerin und Seelenschamanin Britta C. Lambert. Bitte höre dir diese Botschaft bis zum Schluss an, hier bekommst du weitere Hinweise von mir. Fühle dich nun motiviert und inspiriert, dein volles Potenzial zu entfalten und tauche nun hinein in die Energie des Tages. Aloha zu unserem Tagesimpuls vom 2. Februar. 2.2.21. Das erste Siegel, das sich zeigt, Ayuna, die göttliche Einheit. Dann das zweite Siegel, das sich zeigt, Anjolu, der göttliche Ausdruck in seiner Vollendung. Und als drittes Symbol des Tages haben wir heute Anina. Ja, es geht wirklich sehr stark im Februar darum, dass wir uns wandeln und wirklich das hohe Bewusstsein, was wir sind, uns bewusst machen und wirklich auf die Erde zu bringen, diesen göttlichen Ausdruck in seiner Vollendung oder wie Anina das sagt, die göttliche Urkraft, das vollkommene Licht in freudiger Verschmelzung mit dem Kosmos. Und der Weg dahin ist Ayuna. Ayuna ist die göttliche Einheit, ja, und wir sind die Einheit. Und ich habe so oft schon gesagt, im menschlichen Leben, durch die menschliche Inkarnation, vergessen wir einfach, wer wir sind. Wir haben hier auf dem Planeten Erde, glaube ich, die maximale Entfernung von der Einheit vom Licht erreicht. Es gibt ja viele Dimensionen, die noch über der dritten Dimension sind, ja auch über der vierten und fünften Dimension, die Dimensionen, in denen sich die ganzen Lichtwesen, Engel, Elfen und so weiter aufhalten, die wir nicht sehen, weil sie einfach schneller schwingen, weil es einfach höher schwingt. Dennoch ist alles da, dennoch ist alles mit uns eben untrennbar verbunden. Aber wenn wir eben identifiziert sind in unserem Alltagsbewusstsein, in der Dreidimensionalität, ja, in der wir uns anderen wirklich sehen können, sobald wir die Augen aufmachen, sehen wir andere Menschen, sehen wir Gegenstände und wir sehen eben die Körper und die Gegenstände nur, weil diese eben so langsam schwingen, ja, weil sie so dicht sind. Und deswegen ist das alles für uns eben greifbar und auch fühlbar und auch sichtbar. In den höheren Dimensionen sind die Dinge, die dort sind, eben nicht mit dem menschlichen Auge zu sehen, weil sie einfach sehr viel schneller schwingen. Ich erkläre das in meinen Seminaren immer sehr gerne. Da habe ich immer so einen Kreisel von den Kindern. Die kennen doch diese bunten Kreisel, auf die man draufdrückt. Und auf diesen Kreiseln sind ja immer so schöne Formen, so Farben und Clowns und Regenbogen. Und wenn man dann anfängt, den Kreisel zu beschleunigen, erstmal sieht man ja jede einzelne Form ganz wunderbar. Und wenn man dann draufdrückt, sodass der Kreisel anfängt, eben immer schneller und schneller zu drehen, dann sieht man zunächst noch, ja, die Farben, die Form schon nicht mehr, aber man sieht eben noch die Farben. Und wenn er maximal schnell schwingt, kann man gar nichts mehr sehen von dem, was eben im Stillstand noch sichtbar war. Und so dürfen wir uns das vorstellen. Deswegen sehen wir eben die Lichtwesen und das sogenannte Unsichtbare, die geistige Welt eben nicht, weil diese eben sehr viel schneller schwingt, als wir in unserem Alltagsbewusstsein eben schwingen. Und die Bewusstwerdung, der Weg der Entdichtung, der Erleuchtung, wie ihn viele eben auch nennen, ja, oder zurück in die Einheit bedeutet, eben unsere Schwingung anzuheben, schneller zu schwingen. Das ist das, worum es geht. Und das hat aber nichts damit zu tun, dass wir schneller laufen sollen, mehr innere Arbeit machen, sondern es geht einfach darum, unser Bewusstsein auszudehnen in diese Ebenen hinein. Ja, und es geschieht im Gegenteil, es geschieht eben nicht mit Beschleunigung im physischen, im menschlich gedachten Sinne, sondern eher im Entschleunigen, im zur Ruhe kommen, im zur Stille kommen, im sich selbst erfahren. Und die göttliche Einheit, die wir sind und von der wir uns so sehr getrennt fühlen, und diese Trennung verursacht eben die Illusion, diese Illusion des Getrenntseins verursacht das Leid, weil wir eben uns verleugnen, nicht uns selbst leben, um eben angepasst und geliebt zu sein. Wir tun Dinge, die wir nicht tun möchten, weil wir Angst vor Ablehnung haben und so weiter, weil wir eben glauben, getrennt zu sein und bestimmte Dinge eben tun zu müssen, um nicht mehr getrennt zu sein. Deswegen müssen wir ja auch Auflösungsarbeit machen und dieses und jenes erledigen, damit wir ja uns reinigen und diese Trennung überwinden und zurück in die Einheit zu kommen. Die Wahrheit ist, dass es nichts zu tun gibt, sondern dass es einfach nur darum geht, anzunehmen, wer wir sind, nämlich die Einheit. Und dabei unterstützt uns eben Ayuna. Ayuna ist das Siegel, das wirklich alles nach Hause bringt.
wenn ich Teile, Dinge in mir trage, die nicht zu mir gehören, Seelenanteile von anderen beispielsweise, dann hilft Ayuna, dass diese Anteile nach Hause kehren dürfen. Wenn mir Seelenanteile fehlen, wenn ich etwas verloren habe auf meiner Reise durch die Zeit, dann hilft Ayuna, dass diese Seelenanteile zurückkehren. Wenn vielleicht, wie wir es gestern oder vorgestern hatten, eine verstorbene Seele ein Zuhause sucht, einen Körper und eventuell an mir andockt, dann hilft Ayuna, dass diese Seele ihren Weg ins Licht findet. Wenn wir etwas in uns tragen, was viele Menschen, da wurde ich jetzt gerade neulich auch nochmal angesprochen, oft erfährt man, dass man, dass im Bauch der Mutter eben zwei Wesen waren, zwei Seelen waren, aber vielleicht bist du eben als einzige Seele inkarniert, als alleinige Seele inkarniert und der Zwilling ist eben nicht inkarniert. Und das sind oft Thematiken, wenn sowas der Fall war, wenn nur ein Kind dann auf die Welt kommt, dieser verlorene Zwilling, ja, dass zum einen eben Schuldgefühle da sind, weil der andere nicht leben konnte, wieso ich und nicht der andere, oder einfach auch Schmerz und Trauer, warum hast du mich alleine gelassen? All das ist auch wieder Ausdruck von diesem Getrenntsein, von dieser Trennung. Und Ayuna hilft uns eben, diese Illusion des Getrenntseins zu überwinden und zu verstehen, dass ich die göttliche Einheit bin, ja, dass Gott und ich eins sind. Und Anjulu hilft mir, das auszudrücken, der göttliche Ausdruck in seiner Vollendung. Und der göttliche Ausdruck in seiner Vollendung lebt sich selbst frei von Angst, so wie er ist, in dem Wissen, so wie es ist, ist es gut. Die Situation, in der ich bin, ist die perfekteste, die es überhaupt gibt. Eine bessere gibt es gar nicht. Warum? Weil es so sein sollte, weil ich es so erschaffen habe, ja, weil ich alles, was ich getan habe, so getan habe, wie ich es tun konnte. Ich habe mein Bestes gegeben. So war es eben nötig, damit ich jetzt erlebe, was ich erlebe, damit ich es wandeln kann. Und auch das ist mein göttlicher Ausdruck. Auch wenn du dich unvollkommen fühlst, wenn du dich weit von dem entfernt fühlst, was andere Erleuchtung nennen, dennoch ist es vollkommen. Das, was jetzt eben ist, die ganze Welt ist im Moment aus unserer menschlichen Perspektive betrachtet nicht wirklich vollkommen. Aber wir haben alle das gemeinsam erschaffen, um als Menschheit vielleicht den nächsten Schritt zu gehen, um eine Stufe höher zu schwingen, alle gemeinsam, um etwas zu beschleunigen, um etwas aufzulösen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass wir alle unseren Teil dazu beigetragen haben. Und der göttliche Ausdruck in seiner Vollendung, der sucht nicht nach etwas, was er noch besser machen muss, um zu vollenden. Der zeigt sich der Welt, so wie er ist, frei von Angst. Ja, und mit Anina bringst du wirklich dieses Licht, dieses Einheitsbewusstsein auf die Erde, indem du einfach nur dein Licht erdest, und dabei unterstützt uns Anina, dass die göttliche Urkraft, das vollkommene Licht, in freudiger Verschmelzung mit dem Kosmos, das bedeutet einfach, du kannst dir innerlich sagen, ich bin das Licht und du erdest dieses Licht. Ja, ich hatte vor ein paar Tagen schon mal das Bild von dem Baum gesagt, der seine Bestimmung lebt, weil er einfach nur das tut, weswegen er auf die Erde gekommen ist, nämlich Baum zu sein. Und das gelingt ihm so gut, weil er fest verwurzelt ist mit Mutter Erde. Die Krone streckt sich dem Licht entgegen und die Wurzeln sind fest in der Erde. Und somit lebt er seine Bestimmung, ja, und bringt das Licht, das er sammelt, durch sich in die Erde und teilt es mit allen Menschen, trägt seine, und mit anderen Bäumen, ja, trägt seine Früchte und steht einfach als Inbegriff von Kraft, von Stabilität, ja, man sagt ja auch, was stürzt eine deutsche Eiche, wenn ein Schäferhund an ihr Pipi macht? Ist zentriert, geerdet, balanciert, egal welcher Sturm im Außen tobt. Und diese Lichtkraft können wir genauso erden, diese Stabilität, egal welcher Sturm im Außen wohnt, tobt, die bekommen wir genauso in unser Leben integriert, eben durch die Erdung, indem wir unser Licht erden und wir uns beispielsweise vorstellen, wie von unseren Füßen Wurzeln in die Erde wachsen. Ja, und das Bewusstseinsfeld der Einheit, das möchte ich jetzt gerne, die Einheit, die in jedem ist, das möchte ich jetzt gerne mit allen lieben Verbundenen initiieren, indem wir gemeinsam unsere Siegel chanten. Om Ayuna, Om Anjulu, Om Anina, Om Ayuna, Om Anjulu, Om Anina, Om Anina.
Ich wünsche dir einen so reich gesegneten Tag, an dem du die Einheit in dir annehmen, ausdrücken und erden kannst. Und wenn dir der Impuls gefallen hat, dann freue ich mich sehr über dein Gefällt mir und wenn du meinen Kanal abonnierst und die Glocke aktivierst, damit du automatisch immer alle Impulse von mir geschickt bekommst. Bis morgen. Wenn du mehr über die wundervollen und nahezu unbegrenzten Anwendungsmöglichkeiten der 12 Siegel erfahren möchtest, findest du unter diesem Video in der Infobox alle Informationen zu Britas Fernkurs Die 12 Siegel des Metatron. Werde Heiler mit kleinem oder großem H. Erlerne in Britas Fernkurs, wie du die Siegel bei dir selbst und auch bei anderen anwenden kannst. Du erhältst ausführliches Hintergrundwissen und die gechannelte Bedeutung eines jeden einzelnen Siegels. Abonniere jetzt kostenlos und unverbindlich mit nur einem Klick auf Britas Bild den Kanal, denn dann bekommst du automatisch eine Benachrichtigung, wenn Britta neue Videos veröffentlicht. Klicke rechts, wenn du Britas Gratiskurs »Warum die Dinge so sind, wie sie sind« kostenlos und unverbindlich anschauen möchtest. Ich wünsche dir nun einen wundervollen, inspirierten Tag.